Ja, wir haben uns irgendwie in der ersten Halbzeit schon schwer getan auf dem ungewohnten Platz. Wir sind ja zu Hause eher so die Grandmannschaft. Man muss sagen, dass wir eine durchwachsene Vorbereitung hatten. Wir hatten heute schwer ein Spiel gefunden, wenig Spielaufbau. Die zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser, weil wir dann versucht haben, über den Kampf ins Spiel zu kommen. Aber man muss halt sagen, dass wir unterm Strich verdient verloren haben. Also nach unserem vorgenommenen Dreier, den wir in Escheburg holen wollten, war es natürlich für uns umso wichtiger, dass wir heute gegen BW das direkte Duell für uns entscheiden. Haben uns vorgenommen, eigentlich hier zu Hause den Gegner früh zu attackieren. Waren sehr überrascht, dass BW uns eigentlich angefangen hat zu attackieren. Demnach war es für uns ein sehr intensives Spiel. Wir konnten den Spielaufbau nicht so beginnen, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir sind dann aber glücklich durch den Standard in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, wurden dann überrascht, 1-1 irgendwie in die Halbzeit gerettet und haben uns dann versucht, nochmal neu aufzubauen. Ja, zweite Halbzeit haben wir dann, denke ich mal, ein bisschen mehr dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt, sodass wir BW 2-1 im Endeffekt besiegen konnten. Ja, die Tabellensituation ist ja so, dass oben an der Spitze ziemlich eng ist. Wir wollten hier mindestens einen Punkt mitnehmen und am Schluss haben wir versucht, halt nochmal alles nach vorne zu werfen. Letzte Saison ist uns der Ausgleich kurz vor Ende nochmal geglückt. Heute hat es nicht sein sollen. Ja, ich glaube, das ist bei uns im Moment so, dass wir für ein Tor einfach nicht die Coolness haben. Das hat uns schon in der Vergangenheit oft den Punkt gekostet oder den Dreier. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Aber ich denke mal, jetzt mit dem Aufschwung und dem Sieg gegen BW sollte das durchaus möglich sein.